Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zum 14. Türchen des Advent of Code Adventskalenders. Die heutige Aufgabe ist ein Warnschuss. Warum? Also erst einmal inhaltlich, worum geht's? Wir erreichen langsam Tiefen, die dem U-Boot zusetzen. Tiefen, für die das U-Boot nicht gedacht ist. Also denken wir uns kurzerhand, wir müssen es verstärken, indem wir neue belastbare Plastiken mit den an Bord befindlichen Polymerisationsequipment produzieren und dafür Ressourcen oder Eingangsmaterialien verwenden, die wir in den vulkanischen Höhlen finden können. Ja, unser U-Boot kann Plastik produzieren. Mal eben. Und wir können damit mal eben das U-Boot verstärken, natürlich. Erst einmal kurz in der Sache, worum geht's? Unser Polymerisationsequipment muss also in einem Prozess die langen Verkettung der Plastik erst herstellen und kennt folgende Reaktion oder kann folgende Reaktion auslösen, wenn in einer Verkettung irgendwo die Moleküle C und H nebeneinander auftauchen, dann kann es ein B in die Mitte dazwischen setzen. Wenn HH auftaucht, dann kann es ein N in die Mitte dazwischen setzen und so weiter. Ja? Also wann immer wir auf ein Paar von Atomen treffen, kann der Polymerisationsprozess dieses Paar aufknacken und ein weiteres Atom oder Molekül oder wofür auch immer diese Großbuchstaben jetzt genau stehen sollen, da in die Mitte einsetzen. Das heißt, aus einem Paar werden zwei Paare. Und wir starten den ganzen Prozess mit einem Eingangsstoff, NNCB. Natürlich, wie eh und je ist das hier das Anschauungsbeispiel. Es gibt natürlich noch den individualisierten Input. Da haben wir es also offensichtlich mit bis zu 100 verschiedenen Reaktionen zu tun. Und wir starten mit einer schon relativ langkettigen Ausgang, mit einem relativ langkettigen Ausgangsstoff. So. Ich hatte gesagt, diese Aufgabe ist ein Warnschuss und sie ist es deswegen, weil Part 1 sich ganz gut mit Brute Force lösen lässt. Sehr gut sogar, sowohl das Anschauungsbeispiel als auch der individualisierte Input. Weil wir diesen Prozess, dieses Aufknacken und was dazwischen einsetzen, das wiederholen wir 10-mal. Das ist alles noch handelbar. Da kommen wir auf 1588 im Anschauungsbeispiel und 2851 als Endantwort für den individualisierten Input. Wobei man jetzt dazu sagen muss, nachdem man das also hier 10-mal diesen Aufknackprozess, also durch alle möglichen Paare, die Chemikalie kennt, man alle Paare aufknackt und dann dazwischen andere Buchstaben einsetzt. Das heißt, die Plastik wird immer langkettiger. Man soll am Ende zählen, wie häufig jeder Buchstabe auftaucht. Und dann nimmt man das häufigste Vorkommen, am Anschauungsbeispiel B mit 1749, und subtrahiert davon das niedrigste Vorkommen, im Fall des Beispiels H161, ab. Und dann kommen wir auf diesen 1588 raus. Und das Gleiche gilt auch für unser individualisierten Input, meinen individualisierten Input. Auf mich individualisierte Input. Das heißt, mit was haben wir es hier zu tun? Das ist eine Handvoll Buchstaben, also vielleicht 20 Buchstaben und 2800, also im höchsten Fall kommt man am Ende also irgendwie auf 20 mal 2000, ein String, der 20 mal 2000 Einträge lang ist. Das kann man mit Brute Force, also indem man hier wirklich genauso wie Sie es hier auch vorführen, durch In-Place-String-Manipulation, das wäre hier die Brute Force-Methode, die naive Geradeaus-Methode, die ich übrigens zunächst auch erst implementiert hatte, weil ich nicht geahnt habe, worauf es in Part 2 hinauslaufen würde. Das kann man also noch wundervoll lösen, aber in Part 2 geht es nicht mehr, wenn man diesen Prozess jetzt nicht 10 Schritte durchführt, sondern 40 Schritte. Und dann hatte ich schon das Anschauungsbeispiel, eine Zahl. Spielen wir wieder das Spiel. Kenne ich den Namen dieser Zahl?
189 Millionen, 188 Milliarden, ja, also 2 Billionen, 188 Milliarden und so weiter. Das ist dann, was herauskommt, wenn ich das häufigste Vorkommen abzüglich dem niedrigsten Vorkommen errechne und das ungefähr also mal, ich glaube mal 10 im Anschauungsbeispiel, ist dann also die totale Länge des Strings. Da kommt der Speicher des Laptops schon deutlich an seine Grenzen. Und das ist nur das Anschauungsbeispiel. Ich habe es vorhin mal, während ich alles neu programmiert habe, habe ich mein altes Skript laufen lassen. Es ist schon für das Anschauungsbeispiel nicht zum Ziel gekommen. Und für den individualisierten Input wird das schon mal gar nicht funktionieren. Das heißt, man muss das hier anders denken. Brute Force hilft nicht. Und da sind ja also gleich zwei kleine Gemeinheiten, für die es beide sehr einfache Lösungen gibt, die aber nicht unbedingt die erstbeste Lösung sind, die einem vielleicht in den Sinn kommen. Die erste Gemeinheit, die haben wir jetzt also schon gerade erörtert, der Brute-Force-Ansatz, der wird hier nicht funktionieren. Man muss da etwas cleverer rangehen. Aber was ist die zweite Gemeinheit? Die Frage ist, wie geht man da cleverer ran? Mir ist nur eine Idee gekommen, und zwar, man schaut sich nicht den totalen String an, sondern man schaut sich eigentlich nur die Paare an. Ah, es gibt irgendwie ein NC, es gibt ein CN, es gibt ein NB, es gibt ein BC, es gibt ein CH, es gibt ein HB. Also hier nach einem Schritt ist alles noch eindeutig. Aber wir kommen dann langsam BC, BC. Hier BC, BC, BC. So mit jedem Schritt und hier unten erstmal. Also hier ist BC, CB, CB, BC, BC. Und gut, jetzt haben wir jetzt hier Pech gehabt, ausgerechnet das eine Paar gefunden, das mit der Schrittanzahl linear wächst. Das kann aber auf die anderen Paare nicht zutreffen. Aber anstelle also den gesamten String als solchen zu speichern, speichert man sich doch lieber ab, es taucht das Paar BC auf und zwar viermal. Dann ist jetzt aber die zweite Gemeinheit, Sie wollen ja am Ende nicht wissen, wie lang ist der totale String oder so, sondern Sie sagen ja, zähl einzelne Buchstabenvorkommen. Wenn ich jetzt aber Paare zähle, ja, dann zähle ich, es gibt NB und es gibt BB. Zu einer gewissen Häufigkeit. Das Problem ist ja, dass NB und BB, dass die Paare überlappen sich ja. Das sind ja nicht unabhängige Paare. Ich kann also nicht zählen, dass es ein B in NB gibt und dass es 2B in BB gibt. Dann bin ich ja schon auf diese ersten drei Buchstaben, ein N und 2B, habe ich aber schon insgesamt drei Bs gezählt. Also auch da muss ich mir was anderes überlegen. Wenn ich dann so eine Paardarstellung für meine Chemikalie habe, wie komme ich jetzt darauf, wie berechne ich daraus die Häufigkeit einzelner Buchstaben? Und auch da hatte ich dann folgende gewiefte Idee. Die Chemikalie fängt mit einem führenden Buchstaben an, N. Und da ja die Spaltregeln immer nur daraus bestehen, dass man zwischen einem bestehenden Paar einen Buchstaben dazwischen setzt, kann der führende Buchstabe nie ausgetauscht werden. Es ist immer N. Unabhängig, ob es das Anschauungsbeispiel ist oder der individualisierte Input. Weil der führende Buchstabe beim individualisierten Input ist in meinem Fall V. Aber dann ist halt klar, wenn ich diesen Plastikprozess, diesen Polymerisationsprozess da ausführe, dass das Aufknacken, es wird, egal wie oft ich das tue, am Ende bleibt, dass Groß V der erste Buchstabe ist. Und daraus ergibt sich, dann brauche ich vom ersten Paar ja eigentlich nur noch den Buchstaben B zählen. Ein B. Ein N haben wir schon, ist der führende Buchstabe, ein B. Dann vom nächsten Paar brauche ich den ersten Buchstaben nicht zählen, sondern nur den zweiten. Den ersten Buchstaben habe ich ja schon im Paar davor gezählt. Zweites B. Nächstes Paar. Den ersten Buchstaben brauche ich nicht zählen, den habe ich schon als Teil des Paares davor gezählt. Kommt also ein N dazu, sind wir bei 2N, 2B und so weiter. Mit anderen Worten, ich brauche lediglich alle Paare durchgehen und zu gucken, was der zweite Buchstabe ist und ich zähle immer die zweiten Buchstaben eines jeden Paares, dann erwische ich jeden Buchstaben außer den ersten. Aber der erste ist der führende Buchstaben, den kenne ich sowieso. Und auf diese Weise kann ich mir errechnen aus der Paardarstellung für meine Chemikalie,
bestimmte Buchstaben total auftauchen. Und genau das ist, was ich gemacht habe. Ihr seht hier Main und Main Alt. Main ist mein Brute Force Ansatz. Den können wir jetzt mittlerweile auch löschen. Und Main Alt, Alt für Alternative, nicht Alt wie das deutsche Alt. Kann ich jetzt aber umbenennen in Main. So, das ist jetzt der neue, bessere Ansatz. Ich importiere irgendwas. So, habe mir das Anschauungsbeispiel reinkopiert. Und ähnlich wie gestern ist ja auch wieder unser Input ist nicht durchgehend homogen. Wir haben zwei Teile, aus denen der Input besteht, nämlich der Ausgangsstoff und die chemischen Reaktionen, die der Polymerisationsprozess anregt. Das heißt, ich habe mir wieder eine Preprozess geschrieben, die zunächst die Startchemikalie, also wir holen hier Raw als String rein, der Raw, wie er da oben steht, zum Beispiel, oder auch der individualisierte Input. Und dann splitlinen wir, also zerlegen es in die Zeilen. Die erste Zeile ist die Startchemikalie und alle weiteren Zeilen sind dann die chemischen Reaktionen. Also gehen wir zurück, die Startchemikalie und die Reaktion. So, als zweites möchte ich mir jetzt aus den Reaktionen ein Dictionary basteln. Soll immer auf ein Eingangspaar, ja, also die Eingangspaare sollen die Schlüssel des Dictionaries sein. Und der dazwischen geschobene Buchstabe ist dann der Wert jeweils. So. Ja, die Insert Lookup, also die Einsetzungs Lookup-Tabelle. So, Lookup ist das Englisch für Nachschauen, die Nachschautabelle. Das heißt, wir nehmen uns die Lines, genau wie der Preprozess Raw sie fabriziert, erzeugen ein leeres Dictionary, Insert Lookup, und dann gehen wir die Zeilen einzeln durch. Wir splitten an dem Arrow an dem Reaktionspfeil die Zeile auf. Jetzt sagen wir, okay, also wenn das Paar aber schon in der Insert Lookup Table drin ist, dann ist das mit dem Input kaputt. Schmeißen eine Exception, die allerdings nie gekommen ist. Also der Input ist nicht kaputt. Und dann sagen wir, okay, Insert Lookup von Reaction 0, das ist also hier, Reaction ist von dem Split, das Paar auf der linken Seite, sich BC, CC oder CN, ja, Insert Lookup von Reaction 0 ist gleich Reaction 1, also was auch immer für ein Atom oder Großbuchstabe auf der rechten Seite dazu kommt. Und diese Insert Lookup wird so zurückgegeben. Und jetzt, und das ist jetzt alles neu, ich habe mir eine Klasse geschrieben, die Chemikalienklasse oder kurz CHEM. Die Chemikalienklasse nimmt als Input eine Insert Lookup und diese Startchemikalie an. So, die Insert Lookup, die wird intern gespeichert, hinterlegt. Data ist jetzt ein Dictionary, das jedem vorkommenden Paar in meiner Chemikalie die Häufigkeit zuweist. Ja, Self-Data wird hier leer erzeugt und dann aus der Startchemikalie befüllt. Und ich speichere mir noch, was der führende Buchstabe vorne war, ab, der Leading Letter. So, wie befülle ich Data? Naja, ich gehe durch, ich sippe mir zusammen CHEM und CHEM ab dem zweiten Buchstaben. Ja, also das ist quasi 0 bis 1 bis. So, ich greife mir also immer paarweise den ersten und zweiten Buchstaben, dann den zweiten und dritten, dann den dritten und vierten. Also ich greife mir nacheinander paarweise die Buchstaben, aus denen die Chemikalie besteht, heraus. Dann habe ich mir hier eine einfache statische Methode erzeugt, die zwei Einzelbuchstaben annimmt, auch prüft, dass es Einzelbuchstaben sind, und vereint sie zu einem Chem-Pair, zu einem Chemical Pair. So, dieses Chemical Pair wird angewandt auf Letter 1 und Letter 2, also es wird das Paar wiederhergestellt, aus das Letter 1 und Letter 2 ausgemacht haben. Und dieses Chem Pair wird in Self-Data eingefügt, indem nachgeguckt wird, ob im Self-Data dieses Chem Pair schon drin war, wenn nicht 0. Ja, also es guckt nach, hier muss ja eine Integer hinterlegt sein. Wenn das Chem-Pair schon im Data drin ist, dann liegt da eine Integer hinter. Die wird zurückgegeben. Wenn das Chem-Pair an Data noch gar nicht drin war, dann wird eine 0 zurückgegeben. Und was auch immer für ein Zahlenwert dann also jetzt hier rausgewürfelt wird, kommt dann plus 1, kommt dann plus 1 obendrauf. So. Und damit ist meine Datenstruktur Chem initialisiert. So.
Process Compare. Also hier geht es jetzt darum, ich kann einen Compare an diese Funktion übergeben. Und jetzt wird mit der Insert Lookup geschaut, was der Buchstabe ist, der dazwischen gepackt wird. Und dann wird wieder mit der statischen Compare-Methode werden die beiden neuen Paare daraus reagiert. Ne? Alter linker Buchstabe plus neuer Buchstabe, sowohl auch neuer Buchstabe plus alter rechter Buchstabe. Also das bestehende Compare wird aufgesplittet und die beiden neu entstehenden Pairs werden gebildet und zurückgegeben. Ja, also es nimmt ein Compare und es gibt zwei Compares zurück. So, das ist der Underscore-Process Compare. Und jetzt kommt der Process. Der Process, das ist jetzt der Knackpunkt. Der Process simuliert jetzt also diese stufenweisen Wiederholung des Aufsplit-Prozesses. Also ein Process splittet alles auf und bildet alle Paare neu. Dazu bastel ich mir ein New Data, das genauso strukturiert ist wie das alte Data, aber es wird jetzt mit den neuen Compares gefüllt. Dazu gehe ich durch das alte Data durch, hole mir alle Compares raus, hole mir raus, wie häufig sie vorkommen. Mit dem Self-Process Compare bilde ich mir die neu erzeugten Paare aus dem alten heraus und dann wird dem New Data Chem Left und Chem Right hingefügt. Nach der Häufigkeit, wie das alte Compare drin aufgetaucht ist. Also das sind auch wieder Dictionary Updates. So. Und am Ende wird Self Data ersetzt durch New Data, weil das New Data entspricht jetzt dem einmal aufgebrickten und erweiterten Chemikalie, während das alte Data dem Ursprungszustand entsprach und das wir jetzt nicht mehr brauchen. Dann kommen jetzt noch zwei Hilfsfunktionen dazu, die ich brauche, um ultimativ am Ende also die Aufgabenstellung zu beantworten. Da ist Count. Das zählt jetzt einfach nur nach unseren Vorüberlegungen. Ja? Das geht durch alle Pairs durch, greift sich von jedem Compare, von jedem chemischen Paar, den zweiten Buchstaben raus, als auch seine Anzahl. Und dann wird hier in Letter Occurrence, also Buchstabenhäufigkeit, wird hinter dem Letter, wird dieses Dictionary auch wieder geupdatet. Es wird um die Häufigkeit des Pairs erweitert. Plus, dass ja der Leading Letter, der führende Buchstabe plus 1 von vornherein her schon hinzugefügt wird. So, und am Ende gebe ich List Values, also hier lösche ich jetzt, welcher Buchstabe wie häufig auftritt, das ist ja irrelevant, sondern hier ziehe ich mich jetzt nur noch die Häufigkeiten als Liste von Integers raus und gebe die so zurück. Und dann gibt es die Analyze-Funktion, ich kann hier vielleicht auch einen Underscore machen. Ein Underscore heißt, das ist eine Funktion, die man von außen eigentlich nicht aufrufen soll, die ist eher für intern Gebrauch da und so ist das ja auch. Diese Count-Funktion holt mir einfach nur die Häufigkeiten aller Buchstaben, wobei ich zwischendurch dann also vergesse, welche Häufigkeit zu welchem Buchstaben genau gehört, ich diese Info auch gar nicht brauche. Und dieses Analyze, das holt sich genau diese Liste von Integers, also diese Häufigkeiten, und nimmt jetzt die größte Häufigkeit und zieht davon die kleinste Häufigkeit ab, weil das beantwortet ultimativ die Aufgabenstellung aus Part 1 und Part 2. Weil der Unterschied zwischen Part 1 und Part 2 war, dass Part 1 10-mal diesen Prozess durchläuft und Part 2 in Summe 40-mal durchlaufen soll. So, und damit kommen wir dann auch schon zur Main-Funktion und sind fast durch. Gibt ja also auch wieder Resources and Part 1. Einmal das Anschauungsbeispiel mit seinen Asserts und dann einmal der individualisierte Input, wie eh und je. Also Preprocess Raw verarbeitet das Raw, gibt uns die Startchemikalie und gibt uns die chemischen Reaktionen noch als Liste von Strings. Die werden dann von Create Insert Lookup in eine Lookup Table, in ein Dictionary verwandelt. Dann können wir eine Instanz Chemikalie erschaffen aus der Startchemikalie und der Lookup Table. Können dann einmal ein Process machen und hier habe ich dann schon meine ersten Asserts einmal eingebaut. Weil ja hier auch, genau, nach einem Step, also ich prüfe, dass das hier nach einem Schritt rauskommt. Dann tätige ich 9 weitere Schritte, sodass dieser Prozess und diese 9 in Summe also 10 ergeben, denn nach 10
gibt uns ja auch das Anschauungsbeispiel vor, muss 1588 rauskommen, das asserte ich hier, das wird auch so erfüllt, alles schick. Also holen wir uns als nächstes den individualisierten Input, erzeugen die Startchemikalie, die chemischen Reaktionen, die Lookup-Table, erzeugen eine Instanz der Klasse Chemie oder Chemical oder Chem, lassen 10-mal den Prozess durchlaufen und printen uns aus, was also die häufigste abzüglich der geringsten Häufigkeit ist. Es kommt 2851 raus. So, mit diesem Setup können wir jetzt Part 2 ganz leicht beantworten. Wir lassen in beiden Fällen jeweils die Reaktion noch weitere 30 Mal durchlaufen, damit dann in Summe 40 Prozessreaktionen geschehen sind. Können noch einmal asserten, dass im Anschauungsbeispiel die 2 Billiarden, 188 Milliarden und so weiter erfüllt sind und lassen es uns ausgeben, was kommt im individualisierten Input raus und was kommt daraus? 300 Millionen Milliarde, also 10 Billionen, 2 Milliarden und so weiter und so fort. Diese beiden Zahlen habe ich eingegeben und damit nacheinander beide Parts gelöst. So, damit sind wir am Ende dieses Videos. Wenn euch das gefallen oder geholfen hat, erwägt doch ein Abonnieren meines Kanals, wenn ihr das nicht schon habt. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao.